Hast du dein Autonomiediagramm in der Nähe? Ja, habe ich da. So Ah aus. ja, schaut ja gar nicht so schlecht aus. Also die Autonomiewerte sind ja schon ganz nah bei 30. Da ist unten nur eine Delle bei E. Das ist eine Tendenz, ohne Auftrag in Treppenräumen sich nützlich zu machen. Das kostet immer sehr viel Energie. Es hat nicht immer den Erfolg, den man sich vorstellt. Und das kennst du vielleicht. Und wie würdest du denn dein Anliegen beschreiben? Ja, also es sieht so aus, ich bin jetzt schon lange in meinem Job, sage ich jetzt mal, 20, 25 Jahre und im kaufmännischen Bereich und möchte jetzt gerne mal wechseln und möchte was in die Richtung ja, therapeutisch arbeiten. Irgendwo merke ich schon, dass das mich total anspricht und dass ich das auch in mir habe, sage ich jetzt mal. Ja, also diese ganzen Themen, die wir jetzt sowieso gerade haben hier in der neuen Zeit, da kommt ja so viel auf uns zu. Ja. Und ich habe auch ein Seminar jetzt besucht zum Seelencoach beispielsweise. Also habe schon ganz viel da auch lernen dürfen und stelle fest, alles, was ich lerne, das war schon immer so, habe ich in mir. Also es ist irgendwo, ich spüre, dass ich das habe. Aber wenn ich es dann umsetzen soll, dann kommt bei mir sofort so ein Druck und eine Anspruch an mich selbst, dass ich das jetzt hier zu 100% leisten muss und eine Verantwortung habe, so nach dem Motto, das, was ich da jetzt lerne, angenommen, ich behandle jetzt jemanden irgendwie therapeutisch, wie auch immer, was ich da lerne, dann habe ich für mich so eine große Verantwortung, dass ich denke, ey, der guckt jetzt auf mich und ich muss das zu 100% bringen, obwohl ich weiß, dass es nicht so ist, dass ich das ja auch erst durch Erfahrung und so weiter was nur dazu lernen kann, ja. Es ist trotzdem so, dass ich da so für mich, sage ich jetzt mal, dass da so die Worte kommen, ich habe kein Selbstvertrauen zu mir diesbezüglich und ich gebe mir einfach so einen starken Druck, dass wieder mir die Leichtigkeit fehlt. Weißt du, dass ich dann so angestrengt gucke, so wie ich jetzt zum Beispiel schaue und das auch dann natürlich wieder ausstrahle, weißt du? Und das ist das, wo ich denke, und da war ich zum Beispiel, das ist jetzt der Tipp, den ich dann von dir bekommen habe, von meiner Kartenlegerin, weil die sagte, es ist irgendwas steckt da noch, das hat sie auch in den Karten gesehen, kann ich dir mal kurz sagen, also irgendwas aus meiner Kindheit noch, irgendwas hängt da noch dran. Ja. Yvonne, das ist ein spannendes Thema. Also man könnte vielleicht sagen, kognitiv bist du eigentlich ganz gut ausgerüstet, um therapeutisch zu arbeiten. Aber emotional gibt es eine Blockade. Ja. Und das könnten wir doch mal versuchen zu symbolisieren durch diese Klötzchen. Rot, Gelb und Grün. Also ich habe ganz dicke, fette Klötzchen. Müssen mal die Fetten, wenn du die hast, ja. Aha. Kleinung. Ah, das ist diese, die kenne ich noch gar nicht. Also diese größere Form, hast du drei Rot und Grün und Gelb in dieser größeren Form. Die habe ich ja. Wir arbeiten eben mit diesen drei Elementen. Das Rote, das ist die Yvonne von heute, die eben diese Blockaden hat. Gelb, das nehmen wir an, das ist dein wahres Selbst, das gehört zu deiner Grundausstattung dazu. Das ist eine Yvonne, die hat ihren Wert und ihre Würde in sich selber. Wie eine Rose an ihrer Würde hat, einfach dadurch, dass sie eine Rose ist. Da spielt es keine Rolle, ob sie etwas leistet oder ob die anderen, was die anderen von ihr denken. Sie ist eine Rose und das genügt. Kannst du dir vorstellen, dass es so eine Yvonne gibt? Und mir scheint, bist du aber mit im Augenblick mit dieser Yvonne nicht so optimal verbunden, vor allem wenn es um diese Therapiefrage geht. Und dann brauchen wir einen roten Würfel für das, was wir blockierendes Element nennen. Das können wir im Augenblick noch nicht benennen, was da dahinter steckt, aber wir können sagen, da gibt es etwas, was dich blockiert. Und dann gibt es noch die grüne emotionale Yvonne, die ihre Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse gerne äußern möchte, die auch geschützt werden möchte, weil sie verletzbar ist. Und jetzt darfst du mal dieses blockierende Element so positionieren, wie nach deinem Gefühl die Verbindung zwischen diesen drei Elementen dadurch bestimmt wird. Lass dir Zeit und spür da mal hin.
Dann stell mal die anderen Elemente in Bezug zu diesem blockierenden Element, so wie sich das für dich anfühlt. Also das ist die Rose, das ist mein kindliches Selbst. Ja, Und das? das ist die Yvonne von heute, die diese Probleme hat. Yvonne von heute. Und da legst du meinen Finger auf die rote Yvonne von heute. Wie fühlt sich das jetzt an in dieser Konstellation? Passt. Was heißt es? Ich fühle mich da, wo es jetzt so ist. Jetzt werde ich langsam ruhiger. Jetzt werde ich langsam entspannter, sodass ich so nach dem Motto, ja, ich weiß, dass ich richtig ich stehe. So nach dem Motto, ich weiß, dass ich es jetzt gerade richtig mache. Also das ist das, was du kennst. Und es ist der Vorteil dieser klassischen Methode, dass sie ein Programm sichtbar macht, das unbewusst dein Erleben, dein Selbstbild oder dein Verhalten bestimmt. Und dieses Programm ist entstanden in der Kindheit, in Form von Anpassungsreflexen an die damaligen belastenden Erfahrungen. Und wenn du das jetzt da einen Blick drauf wirfst, dann siehst du, dass du da in deinem Raum etwas Fremdes hast, etwas, was dich blockiert, was das Zusammenspiel von Rot, Gelb und Grün blockiert. Und das war dir bisher nicht bewusst und jetzt könntest du eingreifen und könntest beherzt diesen roten Würfel, dieses blockierende Element einfach auf die Seite legen und durch eine Grenze, durch Symbole einer Grenze abgrenzen, ein Zollstock oder ein Lineal. Jetzt legst du noch mal einen Finger auf die rote Yvonne von heute. Wie geht es der roten Yvonne von heute, wenn es da eine Grenze gibt? Und wenn dieses Element gar nicht mehr in deinem Raum Ja, ein bisschen aufgeregter bin ich schon. ist. Ja. Also, es kann jetzt zwei Aspekte können auftreten. Einerseits eine gewisse Erleichterung. Es kann aber auch sein, dass es ungewohnt ist. Dass du das so gewohnt bist, dass du dich nach diesem blockierenden Element eigentlich orientiert hast, dein ganzes Leben lang. Und dass dir dann jetzt sogar etwas fehlt, dass du, dass jetzt so eine Phase der Desorientierung kommt, weil das Vertraute nicht mehr da ist. Und wenn du aber dein altes Programm löschen möchtest, um ein neues Programm zu kreieren, dann ist es unvermeidbar, dass es eine Übergangsphase gibt der Verwirrung, der Desorientierung. Und wenn du bereit bist, das auszuhalten, dann können wir weitermachen. Ja. Der nächste Schritt ist jetzt dir, dass du deinen Finger legst auf die rote, auf das blockierende Element, den roten Würfel und achte mal auf deinen Körper, auf dein Körpergefühl. Schau mal, was da auftaucht, ein Bild, ein Satz, eine Person, ein Gefühl. Lass dir Zeit und alles, was auftaucht, kann wichtig sein. Und teile mir mit, was du da wahrnimmst. Also mir kommt putzigerweise ein Bild von früher, Ja. als ich Kind war. Und ich habe gestern, muss ich dir ganz kurz sagen, du hast ja dieses schon mal gezeigt, wie man das selber mal probieren kann, machen kann. Das habe ich gestern auch gemacht. Und da kam ja auch dieses Bild, was mir jetzt eben auch kam. Da bin ich ein kleines Kind, sage ich mal, 6, 7 Jahre, und stehe da am Fenster in meinem Zimmer. Und weine und frage mich, warum. Also irgendwie musste ich da stehen. Das ist das Bild, was da mir gekommen ist, was ich aber überhaupt nicht kenne. Ich kann mich da nullmäßig dran erinnern, aber dieses Bild kam mir, da habe ich geweint und habe gefragt, warum, warum. Also ich wusste nicht, warum ich da stehen soll. Das sieht aus, als wäre es ein Trauma der sechsjährigen Yvonne. Und weißt du denn, wie es in deiner Familie damals zuging? Was war denn da? Gab es da irgendwelche Belastungen in deiner Familie? Es war im Großen und Ganzen, also es war, ich sag mal, so war man eine gute Familie und wir haben auch alle gut miteinander Kontakt, aber wir waren eben eine große, also ich war da, mein Bruder war da, meine Eltern waren sehr streng, vor allem mein Daddy war sehr, sehr streng
Vor allen Dingen zu mir. Ich war ja die Große, mein Bruder war ein Jahr jünger. Und ich durfte, sage ich jetzt mal, musste immer pünktlich zu Hause sein und so durfte keinen Freund mit nach Hause bringen. Der war richtig streng, ja. Andererseits aber wieder auch total lieb zu uns allen. Aber ich weiß auch, es wird auch daran liegen, weil in unserer Familie kamen noch vier weitere Kinder, zwei Cousins, zwei Cousinen. Die waren alle wie die Orgelpfeifen. Also ich war, sage ich mal, ein oder zwei Jahre. Und dann kamen die zu uns, weil die Eltern verstorben sind, ja. Also erst der Vater und ein Jahr später dann auch noch die Mutter. Und die Mutter war die Schwester von meinem Vater. So, und die wurden halt alle bei uns aufgenommen, haben bei uns alle gelebt. Und da war es wirklich immer so, dass ich, sage ich mal, oder wir, die eigenen Kinder strenger erzogen wurden, als die Kinder, die natürlich da, die Neffen und Nichten. Und ja, das war schon krass irgendwie. Also das habe ich wahrscheinlich unterbewusst immer wahrgenommen, weil immer war er zu mir streng und ich habe mich immer gefragt, warum steht mir keiner bei? Also ich stand dann immer allein auf weiter Flur. Und Das wäre, das könnte sein, dass es so wie ein Verlassenheitstrauma ist, das ja. geworden. Und das bezieht sich auf den Vater. Und Ja. dann nimmst du mal das blaue Klötzchen für den Vater. Du stellst, nein, das kann das gebrauchen und dann auch später noch ein, so einen Quader, einen blauen Quader, da hattest du vorhin schon. So ein großes, hohes Klötzchen, hohes Ach Klötzchen. so, ist, ne? Den Vater stellst du neben das Trauma, denn dieses Trauma hat ja was mit deinem Vater zu tun. Dieser Vater hatte nun ein eigenes Trauma, das war der Tod seiner Schwester. Nehmen wir einen blauen Würfel und stellen es an seine Seite. Diesen blauen Würfel, den du vorhin schon hattest, legst du neben den Vater. Das war Vaters Trauma. Als Folge dieses Traumas kam ihm dann diese Cousinen von dir und Neffen von dir in die Familie. Und hatte der Vater auch in seiner Kindheit schon ein Trauma? Weißt du da irgendwas? Da weiß ich nichts von, aber die wurden auf jeden Fall vertrieben. Also der hat definitiv Traumas. Er kriegt dann noch einen zweiten blauen Würfel daneben. Also einmal dieses Vertreiben, dieses Fluchttrauma. Würfel, Würfel. Ja. Genau. Das andere ist ja auch ein Würfel, Also das war jetzt die Schwester des Traumas. Das ist der, muss ich noch einen Würfel nehmen, ja? Würfel, Würfel. Das eine Trauma betrifft den Verlust der Schwester, das andere betrifft die Fluchterfahrung, Verlust der Heimat. Das sind vielleicht auch andere ums Leben gekommen, weil natürlich die ganze Familie ein schweres Trauma. Und jetzt nimmst du mal die Grenze weg. Da legst du mal einen Finger auf die Yvonne von heute. Wie geht es dir, Yvonne von heute, wenn in deinem Raum dein eigenes Verlassenheitstrauma von damals ist? Der Vater, mit dessen beiden Traumata es ist mal die Flucht und dann den Verlust der Schwester. Auf jeden Fall für mich stimmig. Also das war die Realität, die du, was anderes hast du gar nicht kennengelernt. Das war die Realität deiner Kindheit. In dieser Realität war es schwer, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Du wolltest überleben und du hast überlebt. Und da gibt es bestimmte Reflexe, mit denen man überleben kann und die sind relativ stereotyp. Das könnten wir mal untersuchen. Das eine betrifft die emotionale, vitale Yvonne. Leg mal diese grüne Yvonne Platte auf den Tisch neben den roten Würfel. Und auf diese grüne emotionale Yvonne legst du mal den roten Würfel drauf. Das sind deine eigenen Verlassenheitstrauma durch den Vater. Und schau mal, ob das deine Lebendigkeit, deine Fröhlichkeit belastet. Das ist nachvollziehbar. Passt total. Dann packst du noch dazu Papas beiden Traumata. Einmal den Verlust der Schwester, mit der Folge, dass dann die Kinder zu euch kamen. Und zum anderen dann dieses Fluchtthema. Und schauen wir, ob auch diese beiden Themen deine Lebendigkeit, deine Fröhlichkeit belastet und unterdrückt. Total stimmig.
Das ist jetzt so, es kann sogar sein, dass du selber deine Lebendigkeit, deine Fröhlichkeit unterdrückt hast, entweder um dich vor Verletzungen zu schützen, um diese Verletzungen gar nicht so an dich heranzulassen, oder um den Vater zu schonen, der vielleicht nicht so belastbar ist. Und dann stellst du mal die rote Yvonne von heute oben auf diesen Thron. Also du konntest dich dieser ganzen Situation nicht entziehen, weil du ja abhängig warst von deinem Kind. Dein Vater ist ja abhängig. Kind ist ja abhängig von den eigenen Eltern, emotional und physisch. Und da kann man, die einzige Möglichkeit da wäre dann auf eine höhere Ebene zu gehen. Das könnte sein eine Verstandesebene. Das könnten sein Fantasiewelten, in die man sich zurückzieht, um dieses ganze Elend nicht an dich heranzulassen. Könnten auch spirituelle Ebenen sein, in die man sich zurückzieht, um da was anderes zu erleben. Kennst du das von dir? Ja. Verboten ist das mit einer Tendenz zu Perfektionismus, Tendenz zu Kontrolle. Und dann, statt sich selber zu spüren, entwickelt man Antennen, um zu spüren, was ist bei den anderen los, damit man mit den anderen Verbindung bekommen kann, damit man vielleicht sogar für die anderen nützlich sein kann. Kennst du sowas von dir? Und das, wenn man von Hause aus nicht so ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln könnte, ist es ganz wichtig, dann dieser illusionäre Wert, dadurch, dass man für andere nützlich ist. Das ist aber ein sehr brüchiges Selbstwertgefühl, denn es ist immer verbunden mit Überforderung. Und wenn du dann realisierst, dass du diese Überforderung gar nicht erfüllen kannst, dann ist ein Grund, sich selber abzulehnen, sich selber schlecht zu fühlen. Dieses schwankende Selbstwertgefühl zwischen Selbsterhöhung und Selbstabwertung, das kennst du vielleicht. Auf diese Art und Weise hätten wir jetzt Überlebensreflexe rekonstruiert, die du damals entwickelt hast, so relativ unbewusst und automatisch. Einmal diese Selbstverleugnung und dann diese magisch-grandiosen Strategien, wie wir sie bezeichnen, die verbunden sind mit diesem brüchigen Selbstwert. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Und bisher war dir dieses Programm gar nicht bewusst, weil es so abgespeichert ist, dass es nicht bewusst ist. Es ist sogar, fühlt sich fast verboten an, diesen Zusammenhang wahrzunehmen. Und dadurch hat dann dieses Programm bis heute dein Selbstbild bestimmt, dein Erleben, dein Verhalten, ohne dass dir das bewusst war, ohne dass du das korrigieren konntest. Doch die meisten Therapien, die können da nicht viel dran ändern. Wenn du das jetzt erkennst, das ist eben der Vorteil dieser Klötzchenmethode, dann könntest du selber heute dieses Programm löschen. Was hältst du davon? Sehr, sehr gerne. Dann holst du mal die Yvonne aus dieser magisch-grandiosen Position herunter und stell sie mal neben ihr Vase. Und dann brauchen wir jetzt ein anderes Symbol für diese magisch-grandiose Strategie. Das wäre ein überlanges, schlankes, rotes Klötzchen. Schau mal, ob du sowas in deinem Repertoire hast. Genau, das stellst du oben auf den blauen Würfel. Also jetzt hast du die Yvonne von heute, die noch verklebt war, praktisch mit diesem Überlebensprogramm von damals. Die kann jetzt da aussteigen, nachdem du erkennst, das war das Programm von damals. Damals war das irgendwie halbwegs sinnvoll, aber heute brauchst du es gar nicht mehr. Man muss sich nicht mehr damit identifizieren, kann die rote Yvonne da aussteigen. Es liegt aber immer noch die lebendige, emotionale Yvonne platt unter diesen ganzen Themen. Und jetzt könntest du auch diese emotionale Yvonne befreien, indem du ein anderes Symbol nimmst für diese Strategie der Selbstverleugnung, einen grünen Würfel. Diesen grünen Würfel legst du mal neben die liegende grüne Yvonne. Und dann kannst du symbolisch den ganzen Turm, der jetzt bis jetzt noch die Yvonne belastet hat, verlagern auf diesen grünen Würfel. Das heißt, du erkennst jetzt, dass diese ganzen Belastungen von von damals heute gar nicht mehr relevant sind. Leg mal auf die grüne emotionale Yvonne einen Finger und schau mal, wie geht es dir, wenn du sie entlastet hast von diesen ganzen Themen.
Freue ich mich. Du freust dich, aber die Frage ist, ob die kleine Yvonne sich auch freuen kann, ob die auch erleichtert ist oder ob die immer noch platt liegt da in der alten, dieser alten Verwirrung. Nee, die freut sich auch. Dann kannst du ein weiteres tun, du kannst sie aufklären. Du kannst der kleinen Yvonne sagen, das Schmerzliche und Verwirrte von damals ist lange, lange vorbei. Das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange, lange vorbei. Wir beide haben es überlebt. Wir beide haben es überlebt. Du warst da gar nicht zuständig. Du warst da gar nicht zuständig. Bist ganz unschuldig. Du bist ganz unschuldig. Du gehörst nicht in die Vergangenheit, ich brauche dich hier und heute. Du gehörst nicht in die Vergangenheit. Ich brauche dich hier und heute, Um endlich mein Leben feiern zu können. um endlich mein Leben feiern zu können. Du schmunzelst schon. Wie geht es denn der kleinen Yvonne, wenn sie das hört? Super. Und kann sie von alleine aufstehen oder würde sie gerne abgeholt? Nö, die kann von alleine aufstehen. Und Die könnte da. es kann sein, dass die kleine Yvonne sehr alleine war mit ihrem Leid. Keiner hat es gesehen, keiner hat es verstanden, konnte ihr helfen. Und dann tut es ihr manchmal gut, wenn jemand sie sieht in dieser Verwirrung und selber abholt aus dieser Verwirrung. Also Rot und Gelb könnten das machen. Ja, dann machen die das. Aber wenn sie spontan von sich aus denkt, sie kann da, dann ist es ja auch ein gutes Zeichen, dann darfst du auch selber einfach rübergehen und sich zwischen Rot und Grün. Genau. Dann ist sie jetzt auf Abstand zu der Traumazone. Wenn du jetzt mal zu diesem Traumaturm darüber schaust, das nennen wir das Traumakonglomerat. Der Kristallisationskern ist dein eigenes Trauma von damals. Das ist diese kleine Yvonne, die 6-jährige Yvonne, die am Fenster steht und weint. Einfach weil der Papa nicht da ist, weil er sich immer um die anderen kümmert und nicht um sie. Und weil er auch so streng ist. Das ist dein Trauma. Dann kommt der Vater, das ist eine Bezugsperson von damals, mit dessen Traumata dazu. Und dann kommen noch deine Überlebensstrategien von damals dazu, diese Selbstverleugnung, diese magisch-grandiose Strategien. Das ist so zusammen verklebt und abgespeichert, dass du es dir gar nicht bewusst war und heute ist es dir bewusst. Und diese Elemente, die brauchst du eigentlich gar nicht mehr heute für deine Orientierung, denn die Teile, die du heute brauchst, die rote Yvonne von heute und die grüne emotionale, hast du schon rausgelöst. Du kannst das erstmal vorläufig aus dem Sichtbereich stellen, nach hinten rechts unter den PC. Hinter dem PC, genau. Noch weiter, dass ich es gar nicht mehr sehe. Auch den Vater dazu. Dann stellst du selber eine Sichtbinde davor, damit auch du das gar nicht mehr siehst. So. Dann lässt du mal die rote Yvonne von heute spazieren gehen in dem Raum, der jetzt frei geworden ist. Und schau mal, wie fühlt sich das an für dich, wenn jetzt dieser Raum so frei ist. Wie fühlt sich das an? Frei, auf jeden Ja. Fall frei. Also auf der einen Seite kann das sehr erleichternd sein. Auf der anderen Seite ist es neu und ungewohnt. Und so viel Freiheit kann auch ein bisschen Angst machen. Weil das ist ja jetzt, bisher war es ja wie so ein Zwangskorsett, dieses Programm, was sich hier bestimmt hat. Und jetzt fällt dieser Zwang weg und diese Orientierung fällt weg. Und dann weißt du gar nicht, was auf dich zukommt und wie du dich da verhalten musst. Dann wird ein bisschen unberechenbar, unvorhersehbar. Das kennst du vielleicht. Und das ist manchmal sehr ungewohnt und manche haben Angst davor. Kennst du das? Kannst du das nachvollziehen? Das kann ich nachvollziehen. Also ich nehme immer die Herausforderung gerne an. Also davon mal abgesehen, Also davon, aber es macht dir die. eigentlich keine Angst, du liebst diese Herausforderung. Genau, das macht mir keine Angst. Aber plötzlich, wie gesagt, wenn ich dann auf einmal. Wenn dann 100.000 Augen auf mich schauen und sagen, so, jetzt bring die Leistung, obwohl ich gerade erst am Anfang stehe, so nach dem Motto, dann macht das mir natürlich, dann krieg ich Druck. Also jedenfalls diese Unberechenbarkeit, wie wir das bezeichnen, das ist eigentlich das Gewürz des Lebens. Also eine Party, die total berechenbar ist, die vorhersehbar ist, das ist nicht interessant. Ja?
Das Leben ist interessant, dadurch, dass es unberechenbar ist. Totale Berechenbarkeit gibt es auf dem Friedhof. Davon sind wir beide ja noch glücklicherweise entfernt. Ja, und dann kannst du nochmal dein bisheriges Programm orientiert nach, an deinem Trauma, an Papas Traumata. Das war das traumaorientierte Stressprogramm. Und es gäbe eine Alternative dazu, es wäre eine Orientierung an deinem wahren Selbst. Und man das wahre Selbst, so stellst du mal der Roten gegenüber. Das ist die Yvonne, die ihre Würde und ihren Wert in sich selber hat, wie eine Rose ihre Würde hat, einfach dadurch, dass sie eine Rose. Und es sieht so aus, als wäre in dieser Familie diese Würde und der Wert der kleinen Yvonne gar nicht so wahrgenommen worden. Da kam ja dann jetzt andere Kinder, die vorgezogen wurden anscheinend. Und jetzt manchmal passt man sich ja an die Sichtweise dieser Familie. Jetzt darfst du mal symbolisch die Brille dieser Familie ablegen. Dann schaust du mal mit deinen eigenen Augen auf dieses wahre Selbst von Yvonne. Gibt es an dem etwas auszusetzen? Dann könnte ich stellvertretend für dein wahres Selbst zu dir sagen: Hallo Yvonne, ich bin dein wahres Selbst. Hallo Yvonne, ich bin dein wahres Selbst. Yvonne, du darfst einfach nur zuhören. Du darfst einfach nur zuhören, dein wahres Selbst. Ich spreche sozusagen für dein wahres Selbst zu dir und du hörst Ja. einfach nur zu und schaust mal, was es mit dir macht. Ja? Also, ich bin dein wahres Selbst. Da gab es damals dein Trauma mit diesem Vater, es gab Vaters Traumata. Das alles ist vorbei, es hat mit dir heute gar nichts zu tun. Heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Wie kommt es an bei Yvonne? Da freue ich mich. Nun hast du ja gehört, es gehört eigentlich zu deiner Grundausstattung dazu, dieses wahre Selbst. Und wir haben aber gesehen, du warst ja quasi noch verklebt in diesen ganzen Themen von damals. Und das könnte die Erklärung sein, warum du bisher mit diesem wahren Selbst noch nicht so verbunden warst. Und wenn es für dich stimmig ist, könntest du selber zu deinem wahren Selbst sagen: Anscheinend war ich noch so verklebt in diesen ganzen Themen von damals, dass ich dich bisher gar nicht wahrnehmen konnte. Anscheinend war ich noch so verklebt mit den ganzen Themen von damals, dass ich dich noch gar nicht so richtig wahrnehmen konnte. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Fühlt sich das für dich stimmig an? Ja. Kommt dir ein Gefühl? Ja, also. Meine Hände und Arme sind total schwer, ganz schwer liegen die hier auf dem Tisch und ich kann die praktisch, kann das beides jetzt nicht loslassen. Es könnte zu einem Bedauern kommen, dass du bisher möglicherweise was Wichtiges versäumt hast. Andererseits, wenn du das jetzt erkennst, könnte sich auch was ändern. Und das ist ja, wäre ja was Hoffnungsvolles. Jetzt haben wir ja gesehen, dass du offenbar selber eine Strategie entwickelt hast, dich zu verleugnen, um dich zu schützen, um andere zu schonen und um für andere nützlich zu sein. Das könntest du deinem Selbst mitteilen. Anscheinend habe ich selber die Strategie, dich zu verleugnen. Anscheinend habe ich selber die Strategie, dich zu verleugnen, Um mich zu schützen, um mich zu schützen, um andere zu schonen um andere zu schonen oder um für andere wertvoll zu sein. und um für andere wertvoll zu sein. Ist das stimmig für dich? Auch das hat mit dir gar nichts zu tun. Auch das hat mit dir gar nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Was für ein Gefühl macht es bei dir? Also immer noch, ja, vom Gefühl, also ich habe keinen Druck und nichts, aber meine Hände sind total schwer und komischerweise fällt mir jetzt ein Zwilling. Hast du einen Zwilling verloren? Ja, also ich habe auf jeden Fall einen Zwilling. Also das war auch schon mal bei einer Aufstellung so gewesen, dass das rauskam. Aber ich hatte auch letztens meine Mutti gefragt. Und sie sagte, da gab es sogar auch 4 Monate, bevor ich geboren wurde. Also 4 Monate, bevor ich geboren wurde. Nee, ist ja Quatsch. Also sie hatte wie nennt man denn das? Abgang. Abgang, genau.
Und dann Während der Schwangerschaft, oder? während der Schwangerschaft, genau, sie war Schwangerschaft, aber nicht während meiner Schwangerschaft, sondern wie gesagt, war schwanger, hat einen Abgang Und danach kamst du. und danach kam ich ja. Und das wurde jetzt in dieser Aufstellung noch nicht, kam da noch nicht raus, dass das so ist, weil ich das ja jetzt erst erfahren hatte, dass sie das, dass das so war, dass da wirklich auch ein Abgang war. Das wäre dann praktisch ein älteres Geschwister gewesen. Und dann wirst du gar nicht die erste deiner Mutter, sondern die zweite. Und wir erleben das häufig, dass man unbewusst sehr verbunden ist mit seinem verstorbenen älteren Geschwister. Wir nehmen jetzt mal ein Symbol für dieses ältere Geschwister. Schau mal, ob du noch ein kleineres grünes Klötzchen hast. Halb so groß. Und das stellst du mal neben die rote Yvonne von heute. Schau mal, fühlt sich das an. Und jetzt neben die Yvonne, dieses kleine Geschwisterchen steht, was vor dir kam, was gar keinen Platz im Leben gefunden hat. Und leg mal Finger auf die rote Yvonne, wie fühlt sich das an? Spürst du Verbindung mit diesem Geschwisterchen? Ja. Und was ich immer wieder erlebe, dass diese Verbindung so stark ist, dass sie dich daran hindert, mit deinem wahren Selbst verbunden zu sein. So als wärst du vollständig mit diesem verstorbenen Geschwisterchen. Und das könnte die Verbindung zu deinem wahren Selbst blockieren. Und es ist spannend, dass es an dieser Stelle auftaucht. Und jetzt nimm mal dieses grüne Klötzchen, dieses kleine grüne Klötzchen, Symbol für dieses ältere, abgegangene Geschwisterchen, an dein Herz. Und schau mal, wie fühlt sich das an, wenn du so verbunden bist mit diesem älteren Geschwisterchen, was keinen Platz im Leben gefunden hat, was keinen Platz in der Familie gefunden hat. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, also ich merke richtig, wie mein Herz hier puckert hier oben. Also als wenn es das Herz ist von dem, weil es puckert hier oben. Ganz dolle. Ganz dolle puckert mein Herz. Also es gehört da auf jeden Fall hin, so ungefähr. Und wir wissen ja, dass es für die Verstorbenen einen guten Platz gibt, wo sie ihren Frieden finden können im Licht. Und vorausgesetzt, dass die Lebenden sie loslassen. Und wenn du jetzt dieses Geschwisterchen unbewusst festgehalten hast, dann kann es vielleicht diesen Frieden gar nicht finden, weil es irgendwie verbunden ist immer mit dir und deinem Leid, was du gerade erlebst. Und du selber kannst gar nicht in deinen eigenen unbeschwerten Lebensraum gehen, weil du immer noch verbunden bist mit diesem kleinen Geschwisterchen, was so früh sterben musst. Und das nennen wir eine Lose-Lose-Situation. Und du könntest daraus eine Win-Win-Situation machen, indem du dieses Geschwisterchen loslässt. Was hältst du davon? Dann stell es mal auf den Tisch vor dich. Hast du ein Bild, ob es ein Junge oder ein Mädchen war? Muss auch nicht sein. Könnte nur sein. Manchmal hat man so ein Bild. Eher ein Junge, würde ich jetzt mal sagen. Wir lassen es mal offen. Du kannst sagen, du bist mein älteres Geschwister. Du bist mein ältestes Geschwister. Und für mich gehörst du auch dazu. Wie, was hast du gesagt? Und für mich gehörst du auch dazu. Und für mich gehörst du auch dazu. Du bist die Nummer 1 und dann wäre ich die Nummer 2. Du bist die Nummer 1, dann bin ich die Nummer 2. Und bisher habe ich dich unbewusst festgehalten. Bisher habe ich dich unbewusst festgehalten. Jetzt sehe ich, dass du schon gestorben bist. Jetzt sehe ich, dass du schon gestorben bist. Ich muss dich nicht mehr festhalten. Ich muss dich nicht mehr festhalten. Du bist einzigartig und unersetzbar. Du bist einzigartig und unersetzbar. Und auch ich kann dich nicht ersetzen. Und auch ich kann dich nicht ersetzen. Geht's dir, wenn du das sagst? Auf
jeden Fall schwerer, das zu sagen, aber also ich merke schon, dass es hier schwerer ist. Es kann Aber auch, es könnte so sein Schmerz auftreten. ist irgendwie. So ein Abschiedsschmerz. Ja, ist auf jeden Fall hier alles aufgewühlt, also. Dann leg meinen Finger auf dieses Geschwisterchen. Und schau mal, wie wäre das für das Geschwisterchen, wenn es so gewürdigt wird. Und wenn du ihm jetzt ankündigst, dass du es loslässt. Ja, also das will auch gehen. Ah ja. Und wie ist es für dich, wenn du siehst, dass es auch gehen möchte? Das ist für mich so wie jetzt kommt der große Sprung, dass es endlich gehen kann. Ah Also wie ja. der große endlich, endlich, endlich. Ja. Also was ich oft erlebe, ist, dass ein Kind das Gefühl hat, es hat die Aufgabe, das zu ersetzen oder festzuhalten. Und dass es dann sehr befreiend sein kann, wenn man sieht, ich muss es ja gar nicht festhalten. Das ist, gibt ja einen guten Platz, wo es einen Frieden Und dann könntest du ihm ja zum Abschied vielleicht noch alles Gute wünschen, zum Beispiel. Ich wünsche dir, wo auch immer du bist, ich wünsche dir alles Gute. Wo auch immer du bist, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ist das für dich, wenn du das sagst? Schön. Wie kommt es denn bei dem Geschwisterchen? Ist auch schön. Ich könnte mir vorstellen, dass das Geschwisterchen auch für dich einen Wunsch hat zum Abschied. Schau mal, was könntest du denn sagen? Naja, auf jeden Fall. Also. Das Geschwisterchen wünscht mir alles, 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 alles Gute. Genau. Und ich könnte vielleicht außerdem sagen, du bist vollständig auch ohne mich. Du bist vollständig auch ohne mich. Du hast ein wunderbares eigenes Selbst. Du hast ein wunderbares eigenes Selbst. Und vielleicht hast du es noch gar nicht kennengelernt. Und vielleicht hast du es noch gar nicht kennengelernt. Kommt es an bei dir? Und dann könntest du doch symbolisch dieses verstorbene Geschwisterchen in deinem Zimmer an einen Platz stellen. Hinter dir sehe ich schon eine Kommode mit Blumen, stellst man in die Blumenvase. Da ist es jetzt sozusagen symbolisch im Licht angekommen. Kann da seinen Frieden finden. Und jetzt schau mal, wie geht es jetzt der roten Yvonne von heute, wenn die so jetzt zu ihrem wahren Selbst schaut. Also ich kann jetzt auch ins Licht schauen. Ja, Ja. das Licht ist aber jetzt was anderes. Das Licht ist jetzt nicht da, wo die Verstorbenen sind, sondern das ist dein wahres Selbst. Ja, aber ich habe genau das Fenster vor mir und da gucke ich jetzt genau raus ins Licht, weißt du? Also das ist mal für mich so symbolisch. Ich schaue so nach draußen in dieses helle. Ja. Also es ist ein anderes Licht als das Licht, wo die Verstorbenen sind. Hier und heute das Licht. Du strahlst. Und jetzt ist es so, wir verstehen ja alle deine Probleme von heute als Folge dieser damaligen Traumata, beziehungsweise als Folge der damals entwickelten Überlebensreflexe, Selbstverleugnung, magisch-grandiose Strategien. Die meisten Betroffenen sehen selber diesen Zusammenhang nicht. Dann kann es sein, dass sie irrtümlich sich selber für diese Probleme schuldig fühlen oder sich selber dafür ablehnen. Kennst du was von dir? Das wäre jetzt äußerst fatal, denn die einzige Alternative zu diesem bisherigen traumaorientierten Programm wäre ja ein Programm, was an deinem wahren Selbst orientiert ist. Wenn du jetzt aber selber dieses wahre Selbst irrtümlich verantwortlich machst für deine ganzen Probleme, dann geht das ja gar nicht. Dann ist es ja blockiert, dann klappt die Falle zu. Und dieses Gefühl, in so einer Falle zu stecken, das kennst du vielleicht. Und da gäbe es eine Lösung, wenn du dir und deinem wahren Selbst eingestehst, möglicherweise habe ich irrtümlich dich für meine Probleme verantwortlich gemacht. Wenn das stimmig ist, kannst du es einfach aussprechen. Möglicherweise habe ich dich für meine Probleme verantwortlich gemacht. Irrtümlich. Irrtümlicherweise. Mit dir hat das gar nichts zu tun.
Mit dir hat das gar nichts zu tun. Es tut mir sehr, sehr leid. Es tut mir sehr, sehr leid. Ist es für dich stimmig, wenn du das sagst? Was für ein Gefühl kommt dabei? Passt. Dann darfst du jetzt mein Finger legen auf dein wahres Selbst, auf das gelbe Klötzchen, auf dein wahres Selbst, der böse ist dafür, dass du es nicht nur verleugnet hast, sondern auch noch irrtümlich verantwortlich gemacht hast für alle deine Probleme. Passt. Also das sagt, Zeit wird's, Zeit wird's. Das ist überhaupt nicht böse. Und Nö. das ist das, was ich immer wieder erfahre, dieses wahre Selbst. Das hat so eine bedingungslose Liebe für dich. Und bedingungslose Liebe heißt, buchstäbliche Liebe gibt es gratis. Du musst dafür nichts leisten, musst du nicht einmal brav oder gehorsam. Kannst du dir sowas überhaupt vorstellen, dass es sowas gibt für überhaupt? Das könntest du auch gleich spüren, indem das rote Klötzchen sich symbolisch leicht verneigt vor dem wahren Selbst. Leg es mal, das ist mal verneigen. Und gleichzeitig stellst du dir vor, dass du dich innerlich drei Atemzüge lang verneigst vor deinem eigenen wahren Selbst und spür in dich hinein, wie fühlt sich das an, wenn du dich so selber verneigst vor deinem wahren Selbst. Und wie fühlt sich das an für dich? Sehr dankbar und ehrenvoll. Also mein Bild dazu ist, bisher hast du deine Beachtung und Wertschätzung mehr in Richtung Vater und dessen Trauma gerichtet. Jetzt bekommt endlich der Teil von dir diese Beachtung und Wertschätzung, die es auch verdient, nämlich dein eigenes wahres Selbst. Und damit rückt sich etwas zurecht, was bisher verrückt. Und jetzt kannst du mal schauen, wie es jetzt ist, wenn die beiden Elemente zusammenkommen. Füg sie mal ganz dicht zusammen, leg mein Finger quer drüber und schau mal, ob die jetzt eins werden können, die so lange Zeit getrennt waren. Und schau mal, wenn die jetzt so eins werden, ob die dann miteinander verschmelzen können und wie sich das anfühlt. Schön. Immer so in dich hinein, was du an Veränderung wahrnimmst. Also es fließt alles, sage ich mal. Ja, Fließt alles. die Es Energie fließt, ja. dreht sich alles hier. Es ist alles so wie ein Kreis. Es fließt alles. Bisschen, ja. Und schau mal, ob sich sonst noch was verändert. In dir, dein Gefühl. Es ist so ein leichtes, also wie gesagt, kein Druck, aber eben nur so ein leichtes Pochen, aber so ein leicht, eben diese Leichtigkeit, da will ich ja hin. Und so fühlt sich das an. Leicht. Eine Leichtigkeit. Leicht. Das Schwere ist gar nicht mehr da. Und das ist dein wahres Selbst. Das ist dieses Glück der Selbstverbindung. Vielleicht gab es ja schon kostbare Augenblicke, wo du das geahnt oder gespürt hast. In der Natur spürt man das manchmal. Oder im Ausland, ganz weit weg von zu Hause. Oder beim Meditieren oder bei Sport oder bei Musik. Aber im Alltag geht es häufig wie immer wieder verloren und damit es auch im Alltag bestehen bleibt, vor allem wenn du jetzt arbeiten möchtest mit Klienten, dann müsstest du lernen, genau zu unterscheiden zwischen dem, was hier und heute Yvonne ist und was gleich dazu gehört. Das betrifft die ganzen Elemente auf der anderen Seite der Sichtbarkeit. Was hältst du? Dann nimmst du mal die Sichtblende weg. Und dann rückst du mal die ganzen Elemente mehr in den Sichtbereich, so nicht zu dicht ran, auf gesunde Distanz, aber so, dass wir das sehen. Und das erste Element, den Vater noch dazu, ja. Das erste Element, was wir untersuchen, ist dieser rote Würfel, das war dein eigenes Trauma von damals. Symbolisch diese kleine sechsjährige Yvonne, die da am Fenster steht und weint. Und dieses Trauma von damals ist es heute für deine Orientierung noch wichtig.
Ja oder nein? Nee. Dann können Sie diesen roten Würfel herausholen. Den nimmst du in die rechte Hand. Die linke Hand nimmst du die rote Yvonne von heute. Und beide stellst du mal an die vordere Tischkante. So, weit auseinander. Und jetzt könntest du symbolisch das Trauma von damals stoppen mit einem kräftigen Stopp, indem du das mit dem roten, der roten Yvonne von heute diesen Würfel stoppt. Schau mal, wie sich das anfühlt. Könnte ich das auch umdrehen, weil ich habe mehr Kraft in der rechten? Die Kraft in der linken Hand genügt für dich. Reicht? Das ist so Ja, ungewohnt. wir haben das jetzt so Ja, aufgestellt. okay. Links ist heute, rechts ist Vergangenheit. Ich würde es gerne so lassen. Das hat sich jetzt so eingespielt und das würde ich jetzt gerne so lassen. Die Kraft Okay. reicht in jedem Fall. Wie was? Die Kraft reicht in jedem Fall. Okay. Und auf diese Art und Weise stärkst du sogar deine linke Hand. Ja. Die ist vielleicht gar nicht so schwach, wie du denkst. Dann schau mal, wie es ist, wenn du spürst, wenn du stoppst mit lautem Stopp. Ja, hast die Kraft dazu, du hast das Recht dazu, das wäre der gesunde Schutzreflex. Wenn das funktioniert, weißt du besser, wer du bist. Wenn du nicht bist, dann wird das Leben leichter. Und gleich nochmal. Wie geht's dir dabei? Super. Und das ist genauso gesund wie bei den Raubtieren. Zum Beispiel ein Tiger macht ja sein Territorium frei, um Beute machen zu können. Und schau mal, wie wäre es, wenn du mit einem Tigerschrei dieses Trauma stoppst. Nochmal. Wie geht's dir dabei? Super. Also ich will dir kurz erklären, warum sich das so super anfühlt. Du hast eine wunderbare Kraft und dafür ist diese Kraft auch da, dass du erkennst, was mit deinem Wesen nicht vereinbar ist, damit du es aus deinem Raum entfernst. Denn nur dann kannst du optimal du selber sein. Wenn du jetzt diese frühen Traumata gespeichert hast, dann sind da Elemente in deinem Raum, die mit deinem Wesen unvereinbar sind. Und dann ist diese Kraft verwirrt und gelähmt und das kennst du von dir. Und dann richtet sich die Kraft möglicherweise gegen dich selber, Selbstwertprobleme, Schuldgefühle, Ängste oder auch Krankheit. Sobald du diese Kraft jetzt für dich einsetzt, gezielt, geballt und gerichtet, machst du eine neue Erfahrung. Du bist handlungsfähig. Und das kann Glückshormone auslösen. Schau mal, ob du diese Glückshormone spürst, wenn du mit Tigerschrei dieses Trauma stoppst. Wie ist das für dich? Super, ganz toll. Jetzt leg mein Finger auf die grüne emotionale Yvonne. Die lag ja bis vorhin platt unter diesen ganzen Themen. Das gehört ja zu deiner Strategie, diese Lebendigkeit, diese Vitalität zu unterdrücken. Hier ist diese emotionale Yvonne sieht, man kann das jetzt stoppen, das, was sie bisher immer belastet hat. Da gibt es vielleicht sogar Glückshormone. Leg mein Finger auf die grüne Yvonne, wie geht es dir, wenn sie das so mitbekommt? Die freut sich auch, also die würde jetzt am liebsten gleich mitmachen. Darf sie das? Gerne. Traut sie sich? Ja. Okay, dann darf sie noch mal zeigen, wie sie das machen würde. Ist es für sie? Tanz, die findet das schön. Und dafür, dass sie jetzt jahrzehntelang so platt war, ist es ja ganz erstaunlich, wie schnell sie sich berappelt hat, ihre Kraft findet. Und fühlt sich das denn anders an, wenn die Grüne das stoppt im Vergleich zu der Roten? Wie fühlt sich das an? Also die Rote hat auf jeden Fall, sag ich mal, die kam jetzt noch Erfahrung, ja, irgendwie als wenn die mehr Erfahrung hat, oder Ja. die ist eben hier so ein bisschen so zappelig, aber ja, die würde, wenn die jetzt noch ein bisschen üben würde, wäre die genauso volle Pulle. Dann lass den ein paar Mal üben, dreimal üben und schau mal, wie es dir dabei geht. Tigerschrei. Und wie geht es dir dabei? Wie es mir geht oder wie es Ja. der Kleinen geht. Also wie geht es der Kleinen, wenn sie das jetzt so merkt, dass es geht, dass sie kann das machen und es passiert gar nichts Schlimmes, das war ja früher eher verboten.
Wie geht es dir da, wenn du jetzt merkst, es ist jetzt anders? Finde ich toll. Richtig cool. Und bisher hat ja die Rote die Grüne unterdrückt und jetzt ist es ja gar nicht mehr nötig. Jetzt können die sich ja gemeinsam verbünden, können zusammen dieses Trauma von damals stoppen. Schau mal, wie viel sich das anfühlt. Zusammen, ja. Ja. Wie geht's dir dabei? Super. Der Tigerschrei. Und wenn sie denkt, sie braucht das nie wieder für ihre Orientierung, kann sie es auch für immer entsorgen im kosmischen Wertstoffhof mit seinem ultimativen, eleganten Bewegung. Wie geht's dir da? Super, ich sage jetzt, weg ist es. Weg ist es. Also, Ivan, du hast jetzt eine wichtige Beobachtung gemacht. Da gab es ein Element, was dich bisher blockiert hat. Und dieses Element hat gar keine eigene Power, gar keine eigene Kraft. Die ganze Kraft, die es hat, hat sie durch dich bekommen. Dadurch, dass du es unbewusst damals in dein Programm mit eingebaut hast. Und sobald du diesem Element den Stecker ziehst, dann zeigt sich, es ist nur ein Papiertiger und du kannst ihn einfach vom Tisch wischen, ohne irgendwas zu verlieren. Und das nennen wir Selbstermächtigung. Dann machen wir doch gleich weiter. Das nächste Element, was wir auf die Art und Weise untersuchen, ist dieser grüne Würfel, diese Strategie der Selbstverleugnung. Räum diesen grünen Würfel heraus. Es kann sein, dass du selber damals dieser kleinen, vitalen Tigerin Yvonne einen Maulkorb verpasst hast, dass du ihr Fesseln angelegt hast, entweder um dich zu schützen vor Verletzungen durch diesen Vater oder um diesen Vater zu schonen, der anscheinend nicht so belastbar ist. Und dass du es unbewusst bis heute beibehalten hast, kennt das von dir. Die Frage ist, ob du es in Zukunft noch brauchst. Nee. Da können Sie sich eigentlich auch davon verabschieden. Aber es war ja anscheinend damals für dein Überleben wichtig. Und das kannst du auch würdigen. Kannst sagen, ich achte es, dass du damals für mein Überleben wichtig warst. Ich achte es, dass du damals für mich wichtig warst. Für mein Überleben. Für mein Überleben wichtig war. Und daher gibt es auch keinen Grund, mich selber dafür abzulehnen. Und daher gibt es auch keinen Grund, mich selber dafür abzuwerten. Jetzt bin ich dabei, meine Tigernatur zu entdecken. Jetzt bin ich dabei, meine Tigernatur zu entdecken. Es wird Zeit, dass ich mich von dir verabschiede für immer. Es wird Zeit, dass ich mich von dir verabschiede für immer. Ist das für dich, wenn du das sagst? Und schau mal, wie es ist, wenn du jetzt mit Rot und Grün das stoppst. Tigerschrei. Wie geht's dir dabei? Ja. Und wenn du denkst, du brauchst es nie wieder, kannst du auch das für immer entsorgen im kosmischen Wertstoffhof. Weg damit. Wie geht's dir jetzt? Sehr befreiend. Das war Schön. der zweite Schritt der Selbstermächtigung. Jetzt schauen wir mal das dritte Element an. Das ist dieses schlanke rote Klötzchen, diese magisch-grandiose Strategie. Kennst du das von dir, dass du eine Tendenz hast, dich gleich zuständig zu fühlen für die Probleme von anderen? Ja. Und nicht nur das, sondern das muss dann auch noch perfekt sein. Das war ja dein Problem. Ja? Und wenn es dann nicht klappt, was ja gar nicht klappen kann,
dann ist es ein Grund, dich selber abzulehnen, dich selber abzuwerten. Das kennst du vielleicht auch. Und dieses Programm ist also verbunden mit Selbstüberforderung, mit Erschöpfung und letztlich Selbstabwertung. Und auch das war offenbar als Kind für dein Überleben wichtig. Und es kann sogar sein, dass auch in deinem Berufsleben du Anerkennung bekommen hast dafür, dass du so hundertprozentig für die Interessen anderer eingesetzt hast. Kennst du das von dir? Ja. Und wenn man von Hause aus nicht so ein gutes Selbstwertgefühl mitbekommen hat, dann ist einem diese Anerkennung manchmal sehr wichtig, dass man bereit ist, dafür sehr viel einzusetzen, die ganze Energie, die ganze Fantasie, die ganze Kreativität. Das kennst du vielleicht auch. Und wenn du dann am Ende des Tages Bilanz ziehst, dann siehst du, dass du ganz viel Energie reingesteckt hast und das bisschen Anerkennung dafür, das steht in gar kein Verhältnis. Das ist ein Programm, was eben zur Erschöpfung führt, bis zum Burnout. Kennst du was von dir? Ja, bin ich zwar jetzt auch schon raus aus diesem ganzen Thema. Burnout würde mir jetzt nicht mehr passieren, weil ich auch viel dazugelernt habe. Aber auch definitiv ist das mein Muster, mein Raster. Manchmal hat man dann gelernt, ja rechtzeitig sich selber zu stoppen. Das macht man dann aus Einsicht und Verstand, aber man hat kein gutes Gefühl dabei. Ein bisschen schlechtes Gewissen, oder? Also das ist, wenn ich es kurz sagen darf, das ist ja dieses Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel in dieses Neue gehe, das Therapeutische, ja, oder sagen wir mal so, bisher war es so, je mehr ich gemacht habe, desto mehr Anerkennung habe ich gekriegt, was ja total das falsche Muster war, ja, desto mehr Anerkennung, desto anstrengender wurde aber auch alles, ganz klar, Ja, ja. genau. Und dann war es ja so, je mehr ich gemacht habe, und das merke ich zum Beispiel jetzt auch, wenn ich therapeutisch tätig bin, putzigerweise habe ich das schon so im Gefühl, je mehr ich mache, desto mehr rennen mir die Leute weg. Weißt du? Also so nach dem Motto, ich mache immer mehr und so wie, als wenn ich die jetzt totrede, so wie ich jetzt zum Beispiel rede, so als wenn ich die in Grund und Boden rede und nachher weiß ich selber ja nicht mehr, was ich geredet habe, so sinngemäß, weißt du? Es ist Und schön, wie du das selber beschreibst. ja. Das gehört zu diesem Muster dazu. Und das ist überhaupt nicht zweckdienlich, denn die Aufgabe des Therapeuten ist ja nicht, die Probleme des Klienten zu lösen, sondern dem Klienten zu vermitteln, wie er selber seine Probleme lösen kann. Ja. Und da genügen manchmal ganz sparsame Interventionen. Und der Klient, der kann dann aktiv werden, macht den Klienten frei. Wenn du denkst, du musst das alles leisten, dann ist es verwirrend für den Klienten. Dann denkt er ja, die Therapeutin macht das alles für mich und das stärkt nicht sein Selbstwertgefühl. Im Gegenteil, im schlimmsten Fall wird er abhängig von dir und im Ja. günstigsten Fall, wenn er gesund genug ist, dann sagt er, nee, das ist nicht die richtige Therapeutin. Ja, richtig. So ist es. Und das ist eben das, wo ich denke, da so weit kommt keiner, dass der von mir abhängig wird. Eher rennen die von mir weg. Wisst ihr? Das ist so. Also, Yvonne, dann kannst du dich doch verabschieden von dieser magisch-grandiosen Strategie. Dann leg die doch mal platt auf den Tisch. Und jetzt stell dir vor, dass sie jetzt gesund schrumpft. All die Aufgaben und Verpflichtungen, die andere dir aufgebürdet haben oder die du selber an dich reißt, um für die anderen nützlich sein zu dürfen, die fallen jetzt ab von dir. Die ganze Energie, die ganze Fantasie, die ganze Kreativität, die du da hineingesteckt hast, fließt jetzt zu dir zurück. Und die kannst du jetzt anderweitig verwenden, zum Beispiel um dein Leben zu feiern. Und dann verwandelt sich diese magisch-grandiose Strategie immer mehr in eine schlaffe, leere, unansehnliche Hülle, wie ein Kokon, aus dem ein Schmetterling geschlüpft. Und dieser Kokon war möglicherweise für die kritische Entwicklungsphase des Schmetterlings wichtig als Schutz. Aber wenn der mal geschlüpft ist und hält sich immer noch an Resten dieses Kokons fest, dann kann er auch zur Falle werden oder zum Gefängnis. Die Frage ist, brauchst du diese magisch-grandiose Strategie heute noch für deine Orientierung?
Und da kannst du auch das stoppen, leg es mal so quer hin, damit du es besser stoppen kannst. Und zuvor ist es aber auch hier wichtig, dass du würdigst, dass es einmal für dein Überleben wichtig war. Ich achte es, dass du für mein Überleben wichtig warst. Ich achte es, dass du für mein Überleben wichtig warst. Und dafür bin ich auch dankbar. Und dafür bin ich auch dankbar. Es gibt keinen Grund, mich deswegen abzuwerten. Es gibt keinen Grund, mich deswegen abzuwerten. Jetzt habe ich meine Tigernatur entdeckt. Jetzt habe ich meine Tigernatur entdeckt. Es wird Zeit, dass ich mich für immer von dir verabschiede. Es wird Zeit, dass ich mich für immer von dir verabschiede. Ist das für dich? Super, endlich. Dann nehmen wir Rot und Grün und schauen mal, wie das ist, wenn die gemeinsam jetzt dieses magisch-grandiose Selbst stoppen. Mit Tigerschwein. Wie geht's dir dabei? Cool. Ja. Jetzt lass noch mal die grüne emotionale Yvonne dran. Die grüne emotionale Yvonne ist es ja die perfekte Spaßbank. Immer nur Probleme, immer nur für die anderen, immer nur vernünftig sein, das macht ja überhaupt keinen Spaß. Die grüne emotionale Yvonne möchte endlich Party machen. Kannst du es nachspüren? Darf jetzt mal die grüne emotionale Yvonne mit ihrer Emotionalität das stoppen? Schau mal, wie das ihr dabei geht, wenn sie das darf. Ja. Wie geht's dir da? Macht Spaß. Hat sie vielleicht noch irgendeinen Satz, den sie da so, so einen deftigen Satz, mit dem sie sich da verabschieden kann, von dieser Spaßbremse? Zum Wegschicken richtig gleich oder erstmal Noch so? nicht, noch nicht. Einfach um es deutlich zu machen, dass ich es nicht mehr brauche. Richtig! Aha, wie geht's dir dabei? Super. Gleich nochmal. Richtig! Und jetzt darf die Grüne mal die Rote mit zusammennehmen. Die Rote ist es, die ist ja eher so vernünftig und so verstandesmäßig orientiert. Und die wird jetzt vielleicht angesteckt von diesem Befreiungswunsch der Kleinen und schauen wir mal, wie die gemeinsam das jetzt stoppen. Wer das jetzt? Wenn du denkst, du brauchst es nie wieder, kannst du es für immer entsorgen im kosmischen Wertstoff. Mit Tigerschrei. Ja. Wie geht's dir jetzt? Jetzt haben wir also alle diese Introjekte, die du in deinem Raum hattest, die haben wir jetzt entfernt, die toxischen, und jetzt wenden wir uns deinem Vater zu und dessen Schicksal. Nehmen wir diese beiden blauen Würfel, die Symbole sind für Papas Schicksal, müssen wir auf eine Handfläche und schauen, ob du das kennst, dass du dich mit diesen Themen beschäftigt hast, als wäre es deine Aufgabe. Was willst du da mit dem Papa was Gutes tun? Kennst du? Ja. Manchmal wird einem Kind auch vermittelt, es hätte was mit Liebe zu tun, dass es darauf Rücksicht nimmt. Kannst du es nachvollziehen? Ja, total. Jetzt will ich dich mal systemisch aufklären. Mit Liebe hat das nämlich gar nichts zu tun. Du bist ja da nicht zuständig, und wenn du dich da trotzdem engagierst, dann verlierst du zwar sehr viel Energie, du kommst wieder in diese Erschöpfung. Und wenn du dann realisierst, dass du mit dieser Energie gar nichts bewirken kannst, weil du nicht zuständig bist, dann ist es frustrierend und da verliest du ein Stück Achtung für dich und am Schluss vielleicht auch für den Vater. Kannst du es nachvollziehen? Und spätestens dann könntest du erkennen, mit Liebe hatte das noch nie etwas zu tun. Und dann könntest du dich natürlich auch fragen, ob du überhaupt jemals zuständig warst für die Probleme deines Vaters. Da können Sie ihm doch die symbolisch zurückgeben. Und dazu gibt es diesen klassischen Satz. Kannst ihm beide Würfel gleichzeitig geben.
Papa, du hattest ein sehr schweres Schicksal. Papa, du hattest ein sehr schweres Schicksal. Und das ist auf deine Art und Weise getragen. Und du hast es auf deine Art und Weise getragen. Beziehungsweise eben manchmal auch nicht. Beziehungsweise eben manchmal auch nicht. Es war deine Art zu überleben. Es war deine Art zu überleben. Und mir steht es gar nicht zu, mich da einzumischen. Und mir steht es gar nicht zu, mich da einzumischen. Denn nur weil du auf deine Art und Weise überlebt hast, Denn nur weil du auf deine Art und Weise überlebt hast, konntest du groß werden und mir das Leben geben. konntest du groß werden und mir das Leben geben. Das achte ich jetzt, indem ich dein Schweres ganz bei dir lasse. Das achte ich jetzt, indem ich dein Schweres ganz bei dir lasse. Wie immer. Für immer. Schau mal, wie das jetzt ist, wenn du diese beiden blauen Würfel zurück zum Papa stellst. Schwimme in dich hinein, wie geht's dir dabei? Und nun hat natürlich auch dieser schwer traumatisierte Vater ein wahrer Selbst, einen gesunden Wesenskern. Dafür brauchen wir jetzt ein anderes gelbes Klötzchen, vielleicht ein dickes gelbes Klötzchen, das heißt auch so hoch wie die anderen. Ja, das stellst du mal hinter den Vater. Das wäre ein gesunder Vater, der sich natürlich freut über seine wunderbare Tochter Yvonne. Dieser wunderbaren Yvonne gerne seine bedingungslose Liebe schenkt, einfach weil sie da ist. Ohne Erwartungen, ohne Einschränkungen, ohne Absichten. Aber es kann sein, dass der Vater aufgrund seiner eigenen Traumata mit diesem wahren Selbst nie oder nur selten verbunden war, und dass du von ihm diese bedingungslose Liebe nie oder nur selten erlebt hast. Kannst du dich erinnern, wie das war? Wie, ob ich mich daran erinnern kann? Ja, wie das damals war. Wie das damals war? Und ob du diese Liebe manchmal gespürt hast. Definitiv, auf jeden Fall. Auch jetzt bei ihm ganz dolle. Also das passt so total, das ist, dass er dass da bei ihm steht. Aber das, was du eben auch erlebt hast, das waren diese Verletzungen. Dass er gar emotional gar nicht so für dich da war, dass er dich überfordert hat, dass er dich abgewertet hat, vielleicht andere seelische Verletzungen. Kannst du sehen, diese Verletzung kam gar nicht von dem gesunden Wesenskern des Vaters, von diesem gelben Klötzchen, sondern von dessen Überleben selbst, diesem blauen Klötzchen, was ja auch das falsche Selbst des Vaters Ja, ist. total. Wen hast du jetzt damals wegen dieser Verletzungen abgelehnt, den Vater oder dich selber? Sag noch mal bitte. Du erinnerst dich an diese Verletzung und wen hast du damals wegen dieser Verletzungen abgelehnt, den Vater oder dich selber? Auf jeden Fall, ich würde sagen, mich selbst, aber auch den Vater. Also, es ist ja gesund, wenn man den Teil ablehnt, der einen so verletzt. Aber ein Kind kann gar nicht unterscheiden zwischen gesunden und falschen Selbst des Vaters. Und vor allem diese Selbstabwertung, das ist natürlich etwas, was dann zu einem negativen Selbstwertgefühl führt und das begleitet dich dein ganzes Leben und das ist wahrscheinlich die tiefe Ursache für alle deine Probleme bis heute. Und diese Selbstabwertung und diese Ablehnung kannst du jetzt endlich an die richtige Stelle richten, nämlich gegen dieses falsche Selbst des Vaters, an dem die ganze Verletzung kam. Was hältst du davon? Dann knöpf dir doch mal dieses falsche Selbst des Vaters vor und stell es mal vor dich auf den Tisch. Dann könntest du zu diesem falschen Selbst des Vaters sagen, dein Verhalten damals hat mich zutiefst verletzt und verwirrt bis heute. Dein Verhalten von damals hat mich zutiefst verletzt und verwirrt bis heute. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich nur dich dafür. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich nur dich dafür verantwortlich gemacht Und nicht mich selber. und nicht mich selbst.
Und auch nicht dein wahres Selbst. Und auch nicht mein wahres Auch Selbst. nicht dein wahres Selbst. Auch nicht dein wahres Selbst. Ist es für dich, wenn du das sagst? Schön. An diesem falschen Selbst deines Vaters hast du ja deine eigenen Überlebensstrategien entwickelt, die Selbstverleugnung, die magisch grandios. Davon hast du dich schon verabschiedet. Die Frage ist, brauchst du Vaters falsches Selbst heute noch für deine Orientierung? Nee. Da kannst du auch symbolisch mit Rot und Grün dieses falsche Selbst stoppen. Schau mal, wie sich das anfühlt. Wie geht's dir dabei? Sehr schön. Hast du die Kraft dazu, du hast das Recht dazu. Du kannst auch mal mit Tigerschrei probieren. Jetzt kann es sein, dass du damals als Kind, als Sechsjährige, ganz viel Schmerz und Wut unterdrückt hast, um diesen Vater nicht zu belasten. Es kann sein, dass du heute noch so eine unterdrückte Wut mit dir herumschleppst, die manchmal explodiert, entweder nach außen oder nach innen. Kennst du sowas von dir? Das hatte ich ganz dolle mal gehabt, die habe ich aber schon, die habe ich durch eine Aufstellung wegbekommen, meine Wut. Ah ja. Die ist schon weg. Okay. Aber es war ganz, ganz, ganz extrem. Also jedenfalls, da gehört diese Wut hin, gegen dieses falsche Selbst. Und du kannst ja nochmal schauen, wie das jetzt ist, wenn du diese Wut irgendwie in Worte fasst, entweder einen Satz oder ein Schimpfwort, und damit zeigst und damit sozusagen diese Wutbombe entschärfst, in die Ladung dahin gibst, wo sie hingehört. Darf ich noch mal ganz kurz was fragen, Ero? Ja. Die Wut. Ja. Mein Vater hatte die, hat diese Wut. Ich hatte die. Ich bin so losgeworden und ich habe das Gefühl, es überträgt sich auch auf die Kinder. Inwiefern? Auf mein, Inwiefern? Weil, wenn ich meinen Sohn sehe, der hat auch diese Wut im Bauch. Obwohl das natürlich jetzt nicht so sagt, aber es spürt man einfach. Kriegt man das damit irgendwie dann auch gelöst? Das ist ein anderes Thema, jetzt arbeiten wir erstmal für dich. Okay. Und wenn du jetzt sozusagen deine Wut an die richtige Adresse gibst, ja, dann kann es sein, dass dein Kind auch von dir das abschaut. Weiß, man darf wütend sein gegen das falsche Selbst, zum Beispiel eines anderen, darf man voll rauslassen. Und dann kopiert er dich und dann geht es auch ihm besser dabei. Könnte sein. Jetzt, was fällt dir denn ein, wie du diese Wut ausdrücken könntest? Irgendein Wort, ein Satz, ein Schimpfwort? Gegenüber diesem falschen Selbst des Vaters, der Vater, den. Arschloch. Ja, du Arschloch. Soll ich schon, kann ich gegenhauen schon? Wie bitte? Erst sagen oder schon gegenhauen? Gegenhauen und dabei sagen, du Arschloch. Ja. Du Arschloch! Kommt es an bei dir? Sehr schön. Ich kann es gleich nochmal machen. Du Arschloch! Aha. Kommt so einiges in Bewegung bei dir? Ja. Nochmal? Ja. Und wie fühlt sich das an für dich? Super. Kann es sein, dass es da einen Hauch von Schuldgefühlen gibt, dem Vater gegenüber? Zur Sicherheit könntest du noch mal einen Finger legen auf das gesunde Selbst deines Vaters. Was würde ein gesunder Vater heute sagen, wenn er sieht, dass seine Tochter sich heute noch so abmüht mit diesen damaligen Verletzungen durch dieses falsche Selbst des Vaters? Der sagt auf jeden Fall richtig, so macht das so, ist genau richtig. Ich könnte sogar sagen, es ist gesund, wenn du dich heute gegen diese verwirrte Seite von mir damals abgrenzt. Da stehe ich voll hinter dir. Könntest du sogar spüren, indem du diesen gesunden Vater hinter die grüne emotionale Yvonne stellst. Stell dir mal hinter die rote, stellst du mal auf die Seite. Dann schau mal, wie geht es in der kleinen, hinter die kleine Yvonne. Stell dir vor, die sechsjährige Yvonne, die hat es ihren Papa hinter sich, der sie dabei unterstützt, sich gegenüber diesem verwirrten Teil von Papa abzugrenzen und ihre Wut auszudrücken. Fühlt sich das an?
Super, jetzt kommt wieder diese Leichtigkeit. Also, das ist schon krass. Dann können Sie sich auch mal vollziehen. Der Papa unterstützt die sechsjährige Yvonne und sich gegenüber diesem verwirrten Teil des Vaters von damals abgrenzt. Die beiden dürfen nochmal mit Tigerschrei stoppen. Wie geht's dir dabei? Schön. Wenn du denkst, du brauchst es nie wieder, kannst du es für immer entsorgen. Ist es für dich? Super. Ganz, 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 ganz toll. Es sind noch die beiden blauen Schicksalswürfel von Papa da auf dem Tisch. Brauchst du die noch für deine Orientierung? Nö. Gleich hinterher. Ist jetzt den Papa, den gesunden Vater, wieder an seinem Platz? Es ist ein gesunder Vater, der sich natürlich freut über die wunderbare Tochter Yvonne. Umso mehr, weil sie jetzt gerade dabei ist, ihre Tigernatur zu entdecken, der ihr gerne seine bedingungslose Liebe schenken würde. Kannst du dir vorstellen, dass es eine bedingungslose Liebe für Yvonne gibt? Die nächste Frage ist jetzt, du hast ja sehr viel Verletzungen erlebt und manchmal ist es so, dass man dann instinktiv sein Herz verschließt und sich diese Liebe gar nicht mehr an dich heranlässt. Was meinst du, kannst du dein Herz öffnen für diese bedingungslose Liebe eines Vaters? Ja. Dann nimmst du mal das gelbe Klötzchen an dein Herz und spür mal nach, ob dein Herz sich öffnet für die bedingungslose Liebe eines gesunden Vaters, der sich einfach nur freut, so eine wunderbare Tochter zu haben. Ist offen. Und der Teil von dir, der diese Liebe spürt, das ist dein eigener gesunder Wesensteil, dein eigenes wahres Selbst. Und wenn du dir vorstellst, dass du immer mehr eins wirst mit deinem wahren Selbst, dann kannst du auch spüren, dass dein Selbstwertgefühl sich verändert. Dann wird es immer unwichtiger, was du leistest, es wird immer unwichtiger, was die anderen von dir denken, was deine Würde und dein Wert schon in dir selber. Unverlierbar, unzerstörbar. Kannst du das spüren? Das macht dich frei und unabhängig. Dafür war jetzt die Begegnung mit dem wahren Selbst des Vaters wichtig. Stell ihn mal wieder auf den Tisch zurück. Jetzt gehst du mal mit der roten Yvonne von heute zu deinem eigenen wahren Selbst und spür mal, wie fühlt sich das an. Wenn du jetzt eins wirst mit der Yvonne, mit deinem wahren Selbst, und leg mal Finger quer drüber. Spür mal nach, wie fühlt sich das an, ob das jetzt anders ist als vorher, nachdem du alles Trennende entfernt hast. Einfach zusammen für immer und ewig. Und spür nochmal so in dich hinein, ob du in dir eine Veränderung spürst. Also Leichtheit, ja. So wie für einfach nur leicht. Kein Druck mehr, nichts mehr. Man ist Also, so, wie man ist, so einfach sein. es genügt einfach da zu sein. Und das ist neu für dich. Und da gibt es die Gefahr des Rückfalls. Und damit du nicht rückfällig wirst, machen wir jetzt die Gegenabfalls. Dazu nimmst du in die linke Hand die rote Yvonne von heute. Dann stellst du dir vor, nochmal die ganzen Elemente dieses Traumakonglomerates. Als erstes diese rote Würfel, das Trauma von damals. Die Symbole brauchst du gar nicht mehr hochzuholen, die haben wir ja schon entsorgt. Aber du stellst dir jetzt vor, dass du da aus alter Gewohnheit zurückgehst zu diesem Trauma von damals, zu diesem sechsjährigen Mädchen, was dabei in deinem Fenster steht. Und dein wahres Selbst nimmst du in die rechte Hand und das stoppt dich dabei und es verhindert, dass du überhaupt dich in Bewegung setzt. Hier nochmal mit beiden Klößchen an die vordere Tischkante. Weiter auseinander. Und dein wahres Selbst stoppt dich,
so dass du kaum die Möglichkeit hast, überhaupt in die Vergangenheit zu gehen. Hör mal, was ich dazu sage. Du musst die Stoppbewegung machen. Ja. Stopp! Das bist du nicht, das hat mit dir heute gar nichts mehr zu tun. Das fixiert dich nur auf die Vergangenheit. Und achte nur mal drauf, ob das bei dir ankommt. Kommt mir irgendwie noch weit weg vor. Also jetzt dieser Satz oder dieses Trauma von damals? Nee, der Satz. Dann machen wir es nochmal. Und du kannst noch kraftvoller die Yvonne von heute stoppen und hör nochmal zu, was ich sage. Bist du nicht, es hat mit dir heute gar nichts mehr zu tun. Vorbei ist vorbei. Das fixiert dich nur auf die Vergangenheit. Das war schon besser. Das lassen wir mal wirken. Als nächstes gehst du zu diesem grünen Würfel. Das war diese Strategie der Selbstverleugnung. Dich selber klein machen, um dich zu schützen, andere zu schonen, für andere nützlich zu sein. Nein, nein, das war der grüne Würfel. Den haben wir schon entsorgt. Ach so, der grüne Würfel. Willst du auch nicht wieder hochholen. Aber die Frage ist, ob du diese Strategie, und du gehst nochmal so aus alter Gewohnheit zurück und dann war selbst stopp dich auch hier ganz kraftvoll. Und hör mal, was ich so dazu sage. Bist du nicht. Das raubt dir deine Würde, das raubt dir deine Kraft. Mit deinem Wesen ist es unvereinbar. Kommt es an bei dir? Mal auch nochmal machen. Gut, nochmal, kraftvoll. Stopp! Bist du gar nicht. Das raubt dir deine Würde, das raubt dir deine Kraft. Mit deinem Wesen ist das unvereinbar. Als nächstes gehst du zu dieser magisch-grandiosen Strategie. Das war das überlange, schlanke, rote Klötzchen. Auch da stoppe ich dann mal selbst, wenn man was ich dazu sage. Auch das raubt dir deine Kraft und deine Würde. Das fixiert dich auf dein altes Stressprogramm. Mit deinem Wesen ist das unvereinbar. Nochmal. Nochmal. Stopp! Bist du nicht. Das raubt dir deine Würde, deine Kraft. Das fixiert dich auf dein altes Stressprogramm. In deinem Wesen ist es unvereinbar. Als nächstes gehst du zu dem blauen Würfel. Das waren diese Schicksalselemente von deinem Vater. Wieder stoppt dich dein wahres Selbst. Hör mal zu, was ich sage. Du stellst dir vor, du gehst nochmal zu diesen Schicksalswürfeln des Vaters, zu beiden blauen Würfeln, und wieder stoppt dich dein wahres Selbst und hör mal, was ich dir dazu sage. Das bist du gar nicht. Wieso mischst du dich da überhaupt ein? Mit Liebe hat das nichts zu tun, das führt dich nur zur Größenfantasie. Nochmal. Bist du nicht. Es geht dich überhaupt nichts an. Wieso mischst du dich überhaupt ein? Mit Liebe hat das nichts zu tun. Das verführt dich nur zu großer Fantasie. Angekommen. Als nächstes gehst du zu dem falschen Selbst des Vaters, um irgendwas zu verstehen, zu retten, zu heilen oder vielleicht auch ein bisschen Liebe von ihm zu bekommen. Wieder stoppt dich dein wahres Selbst. Bist du nicht, es geht dir nichts an, da hast du nichts verloren. Da bist du überhaupt nicht zuständig und da gibt es auch keinerlei Liebe für dich. Das kann jetzt ein bisschen schmerzlich sein. Kennst du das von dir, dass du dazu neigst, dir Gedanken zu machen über die Probleme eines anderen und dass du selber das für Liebe hältst? Mittlerweile nicht mehr. Also kennst du es von früher? Ich will kurz erklären.
Also, und dann kann es sein, dass wenn jemand dann abgegrenzt hat, wenn jemand ganz gesund reagiert hat, so nach dem Motto, brauchst du noch gar nicht, muss ich gar nicht um meine Sachen kümmern, wir könnten einfach Party machen zusammen. Kann es sein, dass du es gar nicht annehmen konntest, weil du dich irgendwie gekränkt fühltest, weil deine Liebe oder was du dafür hältst, nicht so wahrgenommen wird? Nee, also eher anders. Ich hätte mir gewünscht, wenn jemand gesagt hätte, du, das brauche ich nicht, lass uns lieber Party machen, hätte ich mir gewünscht, dass das so gekommen wäre. Naja, du hast ja aber schon gleich die richtigen ausgesucht, Ja. die es gar nicht können. Richtig, Ja, genau, genau. damit du diese Liebe sozusagen einsetzen kannst. Das war Ja. nämlich, also wir verstehen das als, dass du anbietest, dich emotional benutzen zu lassen. Ja. Weil das war das Beziehungsmuster deiner Kindheit. Ja. Das hast du in deinem Repertoire. Und ein Gesunder braucht das gar nicht. Und daran sehen wir, dass du in deiner Familie eine wesentliche Tigerqualität gar nicht lernen konntest, nämlich die, dass du gestoppt wirst, eindeutig, aber mit Liebe und Respekt. Und das ist sehr wichtig, denn Tiger und Menschen können ihresgleichen sehr verletzen. Deswegen lernt schon ein kleines Katzenbaby ganz früh ein Körpersignal, das faucht dann so, um zu zeigen, komm mir ja nicht näher, sonst werde ich ganz schrecklich böse. Ja. Bei so einem kleinen Katzenbaby kann man das gar nicht so ernst nehmen, das ist so putzig. Aber bei einem großen Tiger, wenn der das so faucht, dann ist es gar nicht mehr lustig. Wenn du das jetzt als Kind gar nicht erlebt hast, kann sein, dass du heute den Menschen eher aus dem Weg gehst, die sich so krass abgrenzen können, weil du das emotional gar nicht so kennst. Und leichter fällt es dir mit den Menschen, die sich nicht so gut abgrenzen können, aber das sind oft die Menschen, die traumatisiert sind, die bedürftig sind. Und da kommst du halt leicht in diese Abhängigkeit. Das kennst du schon. An sich bist du stark, du bist eine Tigerin, du könntest auch einen ausgewachsenen Tiger als Partner haben, beruflich und privat, wenn du lernst, das noch nachzuholen, was du damals nicht lernen konntest. Und speziell für dich haben wir ein bestimmtes Training entwickelt, wir nennen es das Training Fit für die Tigerliga. Was hältst du davon? Super. Also Yvonne geht wieder in bester Absicht in den Raum des anderen, um ihn zu retten, zu heilen, zu helfen. Und dann war er selbst auf dich kraftvoll. Hör mal, was ich dir sage. Kannst du es mal vollziehen? Das letzte konnte ich jetzt nicht Ja. nachvollziehen. Die Rote geht nochmal wie gewohnt in den Raum des anderen, um ihn zu retten, um ihn zu heilen, um ihn zu helfen. Und dann war er selbst auf dich dabei kraftvoll. Hör mal, was ich dir sage. Ja. Wir sind Tiger. Tiger retten sich selber. Nur wenn du das endlich kapierst und den anderen so lässt, wie er ist, kannst du ihm auf Augenhöhe begegnen. Kommt es an bei dir? Ja, nochmal bitte. Und wenn man das so realisiert, dann gibt es eigentlich gar keinen Grund, gekränkt zu sein. Ja. Denn eigentlich ist es ja wie ein Kontaktangebot. Der andere, der will dir sagen, der Tiger will dir sagen, ey Mädel, guck doch mal genau hin, ich bin ein Tiger, du musst mich überhaupt nicht retten. Und du selber siehst doch auch aus wie eine Tigerin. Wir könnten ja wunderbar Party machen zusammen. Aber wenn du dich immer wieder als Krankenschwester an mir versuchst, das ist sowas von unsexy, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Kennst du sowas von dir? Ja. Und es kann sein, dass du manchen Kontakt mit einem echten Tiger verpasst hast, weil du es einfach missverstanden hast. Dem bin ich denn bewusst aus dem Weg gegangen, mit Absicht schon aus dem Weg gegangen. Ja. Auch vor lauter Angst. Genau. Angst war dann immer so ein großes Thema. Genau. Und du machen wir es gleich nochmal. Du gehst wieder in beste Absichten, dann war es selbst, ob ich wieder Kraft habe, immer was es sagt. Du bist eine Tigerin, ich weiß, ich darf dich stoppen, du hältst das aus. Du selber hast vielleicht vergessen, dass du eine Tigerin bist. Oder vielleicht wollten sie sich auch vielleicht umerziehen zu einem Stubenkätzchen. Vielleicht haben sie sich sogar kastriert. Und irgendwann wird es mal Zeit, dass ich entscheide, ich gehöre jetzt in die Liga der Tiger oder in die Liga der Stubenkätzchen. Ich warte noch auf eine Antwort. In die Liga der Tiger, natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Das nächste Mal, wenn dich jemand so krass stoppt, ja, dann musst du gar nicht mehr gekränkt sein. Im Gegenteil, du kannst froh sein, denn du jetzt merkst, du bist endlich in der richtigen Liga. Es ist ein echter Tiger vor dir. Du musst ihn gar nicht mehr schonen und schützen oder heilen, sondern im Gegenteil, du darfst ihm deine volle Power zeigen.
Wenn er dann merkt, er hat eine echte Tigerin vor sich, dann bekommt er Lust, mit ihr auf die Party zu gehen. Kannst du es nachvollziehen? Also durch dieses Training bekommst du sozusagen die Tiger-App. Hast du gratis Zugang zur Tigerliga und zur Tigerparty. Bisher hattest du möglicherweise mehr die Trauma-App, da hast du auch gratis Zugang, aber mehr zu den Menschen, die traumatisiert sind. Da gibt es natürlich keine Tigerparty, da gibt es nur Trauma-Party, aber das dafür jeden Tag. Also weiß jetzt Bescheid. Thema Erschöpfung können wir bei der Gelegenheit nochmal kurz anschauen, wie das ausschaut. Wenn du ein schlechtes Selbstwertgefühl hast, dann kann es sein, dass du dazu neigst, ohne Auftrag in fremden Räumen dich nützlich zu machen. Aber in deinem Diagramm gesehen, das hast du vorhin selber erwähnt, dass du dann wie dein Armklient immer totquatscht, ja. Und du leistest dann statt 100% zu leisten, leistest du dann eher 200%, obwohl du nur für 100% bezahlt und beauftragt bist. Ist der sichere Weg ins Burnout? Und nur du kannst daran was ändern, indem du lernst, die Grenzen deiner Zuständigkeit selber zu erkennen und selber zu respektieren. Warum ist das wichtig? Die anderen, die zeigen dir diese Grenzen. Die einen, die traumatisiert sind, die sind einfach bedürftig ohne Ende, Fass ohne Boden, das kennst du. Dann gibt es andere, du findest viel besser, wenn du 200%, wenn du gratis lieferst, du am besten sogar 200%. Du nützt dich einfach auf. Es ist nicht so fair, aber es ist ja nicht verboten und irgendwie scheint es dir ja sogar Spaß zu machen. Ja. Und auch da könnte dein wahres Selbst dich auf diese Grenze ganz liebevoll hinweisen, indem dich ganz zart stoppt. Es tippt dich sozusagen bei der Schulter an, hör mal, was ich dazu sage. Du gehst wieder in bester Absicht in den Raum des anderen, um 200% zu liefern. Dein wahres Selbst stoppt dich ganz sanft. Kannst du dir vorstellen? Der Schulter. Ganz, du stoppst ganz zart die Yvonne, die da wieder in deinen Raum stürmt, um 200% zu liefern. Hör mal, was ich dazu sage. Stopp sie mal ganz sanft. Yvonne, bist du dir ganz sicher, dass du da drüben 200% liefern musst? Also ich will das nicht machen, 200% liefern. Dann kannst du sagen, danke für den Tipp, da habe ich mich wohl vertan. Wie bitte? Danke für den Tipp, da habe ich mich wohl vertan. Danke für den Tipp, da habe ich mich wohl vertan. Und wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Und wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Aber sicher heute zum letzten Mal. Aber sicher heute zum letzten Mal. Dann schau nochmal, ob du die Verbindung spürst mit deinem wahren Selbst. Nimm nochmal Rot und Gelb zusammen, leg den Finger quer drüber und spür nochmal nach, ob du diese innere Würde spüren kannst. Und in dieser Verfassung könnte dir bewusst werden, immer dann, wenn du ohne Auftrag in fremde Räume gehst, immer dann, wenn du ohne Auftrag 200% liefern möchtest, verlierst du die Verbindung mit dieser eigenen Würde. Und wenn du diese Verbindung erst verloren hast, dann musst du ja in fremde Räume gehen, um von anderen die Anerkennung zu bekommen, die du dir selber nicht geben kannst. Das macht dich unfrei, das macht dich abhängig. Du fühlst dich immer mehr wie eine Sklavin, eingespannt für fremde Interessen, das auch noch zu einem kargen Lohn oder manchmal sogar gratis. Und das kennst du. Natürlich hast auch du die Option, frei zu sein. Je mehr du verbunden bist mit deinem wahren Selbst, mit deiner inneren Würde, umso weniger hast du das geringste Interesse daran, ohne Auftrag in fremde Räume zu gehen, ohne Auftrag 200% zu liefern. Das lässt du einfach mal auf dich wirken. Jetzt wird es mit Sicherheit eine Situation geben, da kommt jemand auf dich zu, der möchte 120% gratis und zwar sofort. Und das kennst du von dir, dass es dir dann nicht so leicht fällt, Nein zu sagen, ohne schlechtes Gewissen. Ja, also ich, das, ich kann
Ich könnte schon Nein sagen, da kann ich schon meine Grenzen setzen, aber ich will ja, ich würde trotzdem Ja sagen, weil ich will ja meine Erfahrung machen, will ja was lernen. Dann hat sie schon eine Ausrede, um mich nicht abgrenzen zu müssen. Ja. Damit trickst du dich ganz perfekt aus. Ja? Also ich kann dir mal zeigen, wie du die ganz entspannt Nein sagen kannst. Du lehnst dich mal in deinen Stuhl zurück. Schränkst mal die Arme. Spür mal, ob du Verbindung mit deinem wahren Selbst wahrnehmen kannst. Und dieser Verfassung kannst du dir selber zuhören, wie du zu dieser Person sagst, bei mir geht da leider gar nichts mehr. Bei mir geht da leider gar nichts. Ich kann es mit meiner und deiner Würde nicht mehr vereinbaren, mich von dir ausnützen zu lassen. Ich kann es mit meiner und deiner Würde nicht mehr vereinbaren, mich ausnutzen zu lassen. Von dir. Von dir. Wenn du das unbedingt brauchst, Wenn du das unbedingt brauchst, dann musst du dir schon jemanden anderen suchen. dann musst du da schon jemand anderen für suchen. Ich stehe da nicht mehr zur Verfügung. Ich stehe da nicht mehr zur Verfügung. Wie geht es dir dabei, wenn du das sagst? Ja, ist auf jeden Fall eine Kraft da. Also im Bauch ist eine Kraft, putzigerweise. Schön. Also da kannst du Nein sagen ohne schlechtes Gewissen. Im Gegenteil mit einer gestärkten Selbstachtung. Und das kannst du ja trainieren. Weil du vorhin gesagt hast, du sagst dann nicht Nein, um irgendwas zu trainieren. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was du trainieren möchtest. Aber um Erfahrungen zu machen oder so. Jetzt kannst du ja das trainieren. Jetzt könnte ich das kriegen, dass ich praktisch ja, dass ich dann Nein sage. Ohne schlechtes Gewissen. Ohne schlechtes Gewissen. Ich sage Nein ohne schlechtes Gewissen. Und mit meiner inneren Stärke werde ich das dann so ausstrahlen. Trotzdem nachher derjenige kommt, wo ich dann auch Ja sage, weil ich möchte ja auch therapeutisch tätig werden. Naja, ich meine, wenn jemand dafür zahlt, ist es ja okay. Es geht ja um dieses Phänomen, dass du manchmal ungefragt etwas leistest. Darum geht es. Ja. Aber da muss ich, da, das wird ja alles noch sicherlich so richtig schön sacken. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, ich möchte das gerne, dass du das mal bei mir. Das ist ja so, dann gibt dir krass einen Auftrag. Und dann bekommst du ein Honorar dafür. Das ist doch ganz okay. Das ist ein Deal. Ja. Es geht hier um das Thema, dass du ohne Auftrag in fremde Räume gehst oder dass du 200% lieferst, ohne 100% gefragt. Das ist genau Ja. das, was du vorhin erwähnt hast, dass du die anderen so totquatscht, die dann wegbleiben, weil du sie totquatscht. Das gibt's nicht mehr. Ist nämlich so, wenn du. Dadurch achtest du auch, dass der andere ja selber etwas beitragen kann, dass er etwas selber für sich tun kann. Und das förderst du dadurch. Das heißt, du stärkst ihn indirekt. Du schonst deine eigene Kraft und du stärkst den anderen, dass er mehr Selbstverantwortung hat. Das lassen wir einfach mal wirken. Jetzt bist du so verbunden mit deinem wahren Selbst, dann könntest du noch mal einen Blick werfen. Leg mal den Finger auf Rot und Gelb und schau mal, ob du die Verbindung spürst mit deinem wahren Selbst. Und dann schauen wir noch mal zu dieser kleinen, unangepassten Yvonne von damals, die in dieser Familie vielleicht nicht immer das Gefühl bekommen hat, dass sie ganz okay ist. Und auch da kannst du mal diese Brille dieser Familie ablegen. Und schaust mal mit deinen eigenen Augen auf diese kleine, unangepasste Yvonne von damals. Gibt es an der was auszusetzen?
kannst du doch sagen, du bist goldrichtig genauso, wie du bist. Du bist goldrichtig, genau so wie du bist. Und schade, dass diese verwirrte Familie dir das nicht vermitteln konnte. Und schade, dass die verrückte Familie das nicht so sehen konnte. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Dann leg meinen Finger auf die kleine Yvonne, wie geht's dir, wenn sie das heute von dir hört? Die freut sich. Könnte es sein, dass die kleine Yvonne damals heimlich immer wusste, dass sie ganz okay ist und die anderen nicht ganz richtig sind? Dann könnte auch diese kleine Yvonne zu der Großen sagen: Ich habe das damals schon gewusst, aber du konntest oder wolltest mir nicht glauben. Ich habe das damals schon gewusst, aber du konntest oder wolltest mir nicht glauben. Kommt es an bei der Großen Yvonne, wenn du das hörst? Ja. Nun könnte die kleine Yvonne noch weiter sagen: Umso mehr freue ich mich, dass du es jetzt endlich selber merkst. Umso mehr freue ich mich, dass du es jetzt endlich selber merkst. Spät, aber noch nicht zu spät. Spät, aber noch nicht zu spät. Dann können wir doch noch mal zusammen in unserem Leben Party machen. Dann können wir doch noch mal zusammen in unserem Leben Party machen. Kommt es an bei der großen Yvonne? Wie war das denn, wie die kleine Yvonne auf die Welt kam? Konnten beide Eltern sie begrüßen ohne Wenn und Aber, oder gab es da schon Einschränkungen? Ich denke, die konnten mich ohne Wenn und Aber begrüßen. Das wissen wir nämlich, dass das für ein gesundes Selbstwertgefühl wichtig ist, und wenn das gefehlt hätte, könntest du das nachholen, aber wenn es okay war, dann lassen wir das. Nun hatte die kleine Yvonne in dieser Familie einiges Schmerzliches und Verwirrendes erlebt, aber erstaunlicherweise hat sie alles überlebt. Das kann man ja auch mal würdigen. Danke, dass du es damals alles überlebt hast. Danke, dass du damals in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Danke, dass du damals in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Und danke, dass du in dieser verwirrten Familie deinen Verstand nicht verloren hast. Und danke, dass du in dieser verwirrten Familie deinen Verstand nicht verloren hast. Das war nicht immer so selbstverständlich. Das war nicht immer so selbstverständlich. Kommt es an bei der Kleinen, wenn sie das hört? Kommt es gut an, ja? Jo. Dann kannst du nur sagen: Trotz allem Schmerz, trotz aller Verwirrung haben wir es hervorragend hinbekommen. Trotz allem Schmerz und aller Verwirrung haben wir das beide wunderbar hinbekommen. Du und ich, wir sind einfach ein super Team. Du und ich, wir sind einfach ein super Team. Nun kann es sein, dass die bedürftige Seite von Yvonne auch heute manchmal zu kurz kommt. Das kennst du vielleicht von dir. Du hast ja Kinder, du hast einen Partner. Manchmal möchte man den eigenen Kindern das ersparen, was die kleine Yvonne erlebt hat. Dann kann es sein, dass man die eigenen Kinder eher verwöhnt. Das kennst du vielleicht von dir. Ich war eher immer ganz schön dolle streng. Als noch meine Wut da war, da war ich auch sehr, 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 sehr streng. Das ist aber jetzt mittlerweile auch, jetzt würde ich sie am liebsten nochmal verwöhnen, das stimmt, aber jetzt sind sie groß. Okay, also eine gewisse Strenge ist ja auch gar nicht so falsch. Gewisse Ja. Strenge einhergeht mit dieser Liebe. Ja? Und es eben auch diese Liebe gibt, die zu spüren ist. Also, und mit verwöhnen, das kennst du gar nicht. Doch, verwöhnt kenne ich jetzt auch. Also Und dass dann gleichzeitig die kleine bedürftige Yvonne auf der Kellertreppe sitzt bei Trockenbrot und Wasser. ja. Also den Kindern tut es nicht wirklich gut, wenn sie verwöhnt werden, und der kleinen Yvonne gegenüber wäre es ja total unfair, denn genau das hat sie schon als Kind erlebt. Jetzt, wenn man einen Partner hat, dann kann es sein, dass man entweder sich für den Partner zuständig fühlt, das müsste man ihm das noch geben, was er als Kind gebraucht hätte. Kennst du sowas von dir? Ja. Oder weniger.
Oder manchmal denkt man, naja, der Partner, der könnte sich auch um diese bedürftige Seite von Yvonne kümmern. Kennst du das von dir? Ja, das war auch doll eine Zeit, wo ich dachte, ey, sag mal, kann man mich nicht mal in den Arm nehmen? Richtig. Und dann, das klappt meistens, das klappt nur ganz selten, und dann fühlt man, ist man vielleicht tief enttäuscht von diesem Partner. Böse, böse Vorwürfe, manchmal trennt man sich auch von ihm. Und sonst gesagt, ist es entweder einen Partner zu benutzen als Babysitter für die kleine Yvonne. Der Partner ist ja im besten Fall interessiert an der erwachsenen Yvonne, an der Tiger-Yvonne. Für die bedürftige Yvonne ist er überhaupt nicht zuständig, da hat er die zwei linke Hände. Was aber jetzt die kleine Yvonne angeht, ist es ja gleich dreifach unfair. Jetzt hatte sie erstmal diese Eltern, die sie nicht weinen konnten. Selber konnte sie auch nicht weinen. Dann überlässt sie sich noch einem Partner, der möglicherweise selber traumatisiert ist und außerdem überhaupt nicht zuständig ist für sie. Ja, geht es denn bitte schön noch? Was hast du da der kleinen Yvonne die ganzen Jahrzehnte lang zugemutet? Wen bräuchte diese kleine Yvonne ganz dringend? Na, ihr wahres Selbst. Ja, dich verbunden mit deinem wahren Selbst, darum haben wir Ja. jetzt über eine Stunde an dieser Verbindung gearbeitet. Und schau mal, wie es jetzt wäre, wenn du zu der kleinen Yvonne sagen würdest, ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Und nur du bist für mich die absolute Nummer 1. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Vor allen anderen. Vor allen anderen. Ist das für dich? Vor meinen eigenen Kindern. Auch vor meinen eigenen Kindern. Und ich überlasse dich nie wieder diesem netten Herrn an meiner Seite. Und ich überlasse dich nie wieder diesem netten Herrn an meiner Seite. Kommt das an bei der kleinen Yvonne? Ich sagte, okay, mach das. Wenn ich die kleine Yvonne einschätze, möchte ich dir unbedingt endlich mal was anstellen. Die hat wahrscheinlich einen großen Nachholbedarf. Geht das überhaupt bei dir? Das geht. Zum neuen Programm gehört buchstäblich, dass du der kleinen Yvonne sagst, bei mir darfst du heute noch am 30. Mai etwas anstellen. Bei mir darfst du heute noch am 30. Mai etwas anstellen. Und natürlich stehe ich persönlich Schmiere für dich. Und natürlich stehe ich persönlich Schmiere für dich. Ich möchte nie mehr verpassen, mit dir Spaß zu haben. Ich möchte nie mehr verpassen, mit dir Spaß zu haben. Und das haben wir der kleinen Yvonne. Ja, total, die freut sich. Dann nimm sie doch mal an dein Herz, damit sie auch spüren kann, dass das stimmt. Möglicherweise hat sie schon ein paar Mal so gute Vorsätze gehört von dir. Jetzt darf sie spüren und schau mal, wie es ist, wenn sie jetzt wahrgenommen wird, so wie sie wirklich ist, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Besonderheiten, wenn sie beschützt wird und wenn sie sogar ihren Spaß hat. Ja. Wie wäre das für die kleine Yvonne? Die fühlt sich da auf jeden Fall aufgehoben. Und wie geht es in der großen Yvonne, wenn es der kleinen Yvonne endlich gut wird? Ich fühle mich da sehr verbunden, also mir geht's richtig gut, also. Also es zeigt sich immer wieder, dass alle Probleme sich lösen, sobald es dem inneren Kind gut geht. Und es ist ja eigentlich auch gar kein Wunder, denn alle Probleme gehen ja damit einher, dass du die kleine Yvonne aus den Augen verloren hast, dass du deine Energie woanders angesetzt hast, wo du gar nicht so zuständig bist und deswegen gar nicht so viel Erfolg haben kannst. Und das führt zu Erschöpfung, zu Verwirrung und Frust und am Schluss hast du keine Energie mehr für dich selber. Und damit ist jetzt endlich Schluss. Nimm mal beide Elemente, alle drei Elemente an dein Herz. Schau mal, wie fühlt sich das an, wenn alle drei Elemente eins werden, solange Zeit geht. Ja, also die Sonne strahlt. Die Sonne strahlt. Schön. Schön. Und in dieser Verfassung kannst du noch mal einen Blick werfen auf deinen Vater. Schau mal, wie geht es dir jetzt mit deinem Vater? Hat sich da was verändert, wenn du zu deinem Vater schaust? Mein Partner? Zu deinem Vater. Ach, zu meinem Partner, Vater. Der Vater steht ja noch da auf dem Tisch.
Der steht da, ja, und ist total, findet er gut so, freut sich. Der ist jetzt zufrieden. Der ist zufrieden. Es gäbe noch so klassische Sätze, die du zum Abschluss sagen könntest. Papa, mein Leben kommt durch dich. Papa, mein Leben kommt durch dich. Eine kostbare Gabe. Es ist eine kostbare Gabe. Und ich durfte es an meine Kinder weitergeben. An meine Kinder weitergeben konnte. Die ich an meine Kinder weitergeben konnte. Ich sehe, dass es dich einiges gekostet hat, groß zu werden und mir das Leben zu geben. Ich sehe, dass es dich einiges gekostet hat, groß zu werden und Mir mir das das Leben zu geben. Leben zu geben. Oder so, dass du mir das Leben geben konntest. Und dass du mir das Leben So, geben, dass du mir das Leben geben konntest. sodass du mir das Leben geben konntest. Und das achte ich. Und das achte ich. Aber diese Rechnungen muss ich nicht bezahlen. Aber diese Rechnungen muss ich nicht bezahlen. Und ich sehe, dass auch ich meinen Preis für mein Leben zahlen Und ich sehe, dass auch ich meinen Preis für das Leben zahlen musste. Aber das ist mir mein Leben auch wert. Aber das ist mir mein Leben auch wert. Auch diese Rechnung muss niemand mehr bezahlen. Auch diese Rechnung muss niemand mehr bezahlen. Weder du noch meine Kinder. Weder du noch meine Kinder. Ist das für dich? Passt. Und dann können die drei Klötzchen sich nochmal verneigen vor dem Papa als Dank für das Leben. Dann können sie sich umdrehen und können in die andere Richtung gehen, nochmal über eine Grenze ins Hier und Jetzt. Und einen Zollstock dazwischen. Und dann spür mal nach, wie geht es jetzt Yvonne, wenn die so im Hier und Jetzt ankommt und das Verwirrende und Schmerzliche der Vergangenheit bleibt hinter dir. Also in freudiger Erwartung. In freudiger Erwartung. Und dann könntest du noch einen Blick rüber werfen zu dem älteren Geschwisterchen, was da schon im Licht ist, ja? Kannst ihm so kurz grüßen und sagen, hey, ich mache jetzt auch mein Ding. Hey, ich mache jetzt auch mein Ding. Genau. Da freut er sich. Und so können wir das stehen lassen. Ja. Ah, das war schön. Und Das war damit beende ich jetzt mal die Aufzeichnung.